Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute die Aktuelle Stunde zum Thema des tödlichen Unfalls am Tauentzien vor einigen Wochen. Und ich möchte zu Beginn, weil ja bereits zwei Rednerinnen gesprochen haben, natürlich erstmal auf das Gesagte auch nochmal am Anfang eingehen. Denn Herr Kollege Kraft, bei aller Wertschätzung auch für die fachliche Arbeit und ich komme ja nochmal sozusagen dann auf die Details Ihrer Ausführungen. Was ich hier nicht stehen lassen möchte, ist, dass wir hier in Berlin keine Diskussion mehr im parlamentarischen Raum darüber führen dürfen, wie wir die Verkehrssicherheit für die Berlinerinnen und Berliner optimal ausgestalten. Ich finde, der Redebeitrag der Kollegin Kappeck war ausgewogen und hat nochmal deutlich gemacht, mit welcher Ernsthaftigkeit wir alle Fraktionen uns darum bemühen müssen, den legitimen Sicherheitsinteressen der Berlinerinnen und Berliner gerecht werden können. Und das müssen wir immer konkret diskutieren, Herr Kraft, und das ist auch gerichtet an die CDU. Und da dürfen Sie sich hier nicht versuchen, hinter bestimmten Formulierungen zu verstecken, wonach sozusagen diese Debatten hier nicht statthaft wären. Wir sind hier ganz ernsthaft in der Diskussion und das hat auch der Eingangsbeitrag gezeigt. Insofern, Sie sollten sich hier nicht vor Kritik verstecken, meine Damen und Herren. Und das hat auch nichts mit gegeneinander ausspielen zu tun, sondern es geht hier um ganz konkrete Fälle, die Frau Kappeck auch aufgelistet hatte. Und wir könnten die hier noch lange zitieren in dieser Debatte, wo es um ganz konkrete Schicksale geht. Hinter jedem Opfer stecken Familienangehörige, Freunde, die sie betrauern. Und das alles darf uns nicht kalt lassen. Ich unterstelle es auch gar nicht, aber ich warne davor, dass wir hier im Parlament nicht mehr diese Debatten führen können. Deswegen lassen Sie mich zu Beginn noch einmal darauf konzentrieren, was wir hier konkret auch im Rahmen der Sicherheitslage, Verkehrssicherheitslage am Tauentzien und am Kurfürstendamm machen wollen. Denn ich darf noch mal eingangs sagen, es ist gut, wenn die Koalition die jetzige am Ziel der Vision Zero festhält, denn das war ja keine Selbstverständlichkeit noch vor wenigen Jahren. Wir haben es im Mobilitätsgesetz mit SPD, Grünen und Linken miteinander verabschiedet. Und wir haben auch ganz konkrete Maßnahmen aufgelistet, die jede Senatsverwaltung, jede Senatorin, jeden Senator, der hier in Verantwortung ist, dazu verpflichten, mit entsprechenden Maßnahmen aus den Fachabteilungen zu prüfen, welche Verbesserungen, welche Änderungen an entsprechenden Straßenabschnitten, Knotenpunkten umgesetzt werden müssen, um hier künftig zu vermeiden, dass es zu Unfällen mit Personenschäden kommt. Und das ist ein großer Fortschritt, meine Damen und Herren. Und das würden wir sonst gesellschaftlich, als Gesellschaft nicht schaffen, wenn wir nicht darüber reden würden, wenn wir nicht im Ausschuss Menschen anhören, Verbände, die uns dazu ihre Fachexpertise mit auf den Weg geben. Insofern sollten wir doch bitte als Konsens unterstreichen, Vision Zero muss sozusagen weiterhin das Kriterium sein, an dem wir sozusagen auch unsere Maßnahmen messen, im ordnungsrechtlichen Bereich wie auch im baulichen Bereich. Und da darf es erstmal keine Verbote in Form von Vorschlägen geben, sondern hier muss mit offenem Visier um die besten Argumente gerungen werden für die Verkehrssicherheit. Das sollte doch heute auch Ergebnis dieser Diskussion sein, meine Damen und Herren. Und Herr Kraft hat es ja auch benannt, und das haben wir ja auch in diesem Antrag nochmal deutlich gemacht. Tempo 30 allein, Schilder bringen natürlich nichts. Und wir müssen strukturell an die Themen herangehen. Und da sind wir einerseits natürlich auf den Faktor Mensch angewiesen. Und dazu komme ich gleich auch noch einmal. Aber zunächst einmal noch mal auf das Thema Baulichkeiten. Denn wir müssen auch immer ganz konkret schauen, wie sind die Verantwortlichkeiten, wo gibt es Vorschläge und wie lassen sich diese am besten umsetzen. Für den Bereich Kudamm-Tauentzien haben wir jetzt Ihnen einige Vorschläge unterbreitet, Herr Kraft. Und ehrlich gesagt, Sie bauen hier auch einen ziemlichen Pappkameraden auf, wenn Sie sich jetzt daran aufhängen, wie die Herabstufung sozusagen der Straße funktionieren solle. Denn Sie haben doch eigentlich dann am Ende Ihrer Rede ja die Gemeinsamkeiten benannt. Nicht ohne Grund versuchen wir doch mit Ihnen hier in den Diskurs einzutreten, denn Sie haben ja selber auch gegenüber der Presseöffentlichkeit gesagt, dass Sie sich durchaus nicht nur bauliche Maßnahmen vorstellen können, sondern Sie haben ja auch konkrete Beispiele genannt. Und da vermisse ich jetzt ehrlicherweise auch Ihre konkrete Aussage, auch gerichtet an das Senatshandeln, was jetzt hier zu tun ist, auch gemeinsam mit dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf.
Und da will ich mal jetzt etwas einbringen, was mich schon etwas, ja, wie gesagt, sprachlos hier zurücklässt, wenn hier wieder, und es tut mir leid, Behörden-Ping-Pong gespielt wird. Wir haben jetzt hier genannt worden von Herrn Kraft, der jetzt ausgemacht hat, dass der Bezirksstadtrat der Grünen in Charlottenburg-Wilmersdorf sozusagen hier eigentlich, ich will nicht sagen, der Schuldige wäre, aber an den jetzt auch sich Kritik ausrichten würde. Andererseits sagt Senatorin Bonde, sie kann das natürlich jetzt gerne dann noch später in der Runde korrigieren, dass eigentlich gar keine Maßnahmen seitens der Senatsverkehrsverwaltung zu treffen sind, sondern das ist eigentlich alles Ordnungsrecht, das gehört alles in die Innenverwaltung. So, also irgendwas kann ja nur stimmen. Also Sie müssen sich jetzt sozusagen jetzt hier auch einig werden, weil in Charlottenburg-Wilmersdorf sind Sie eine C-Gemeinschaft, CDU und Grüne. Da hat die Linke Sie unlängst daran erinnert. Da haben Sie bereits als Bezirksverordnetenversammlung schon viele Maßnahmen gemeinsam verabschiedet in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie werden daran erinnert und dann sagen Sie, Moment, nein, wir sind dafür jetzt nicht zuständig, das ist die Senatsverkehrsverwaltung. Das zeigt mal wieder, wie in einem Brennglas, in was für einer verfahrenen Situation wir in diesem Land Berlin sind, mit Unfähigkeit, mit Behörden-Ping-Pong, mit dem Wegschieben von Verantwortung. Machen Sie bitte, lassen Sie bitte diese Fragen hier raus. Lassen Sie bitte diese Fragen hier raus. Sie sind an der Macht. Oder zumindest hat es den Anschein. Und dann reden Sie doch bitte mal miteinander, statt hier über Presse, über BVV-Abgeordnetenhaus miteinander Ping-Pong zu spielen, meine Damen und Herren. Und das bringt mich auch noch mal zu dem Punkt, dass Sie hier an der Stelle auch keine wirklich guten Vorschläge machen, obwohl eigentlich viele technische Lösungen ja schon mit auf den Weg gebracht worden sind. Das wundert mich etwas bei der CDU-Fraktion, weil Sie ja sozusagen auch sehr immer wieder auf das Thema Technologie und Fortschritt setzen. Das ist ja auch unbenommen, das hat auch seine Vorteile. Und insofern wundert es mich doch, warum hier keiner im Saal hinterfragt, ob diese Aussagen denn eigentlich so stimmen können nach dem Motto, naja, wenn wir dort Schwellen einrichten würden, dort am Kuhdamm, Tauentzien, dann wäre das ja furchtbar, weil dann könnten wir sozusagen, dann kämen keine Rettungsfahrzeuge mehr durch und keine Busse und so weiter. Weil dann davon die Rede ist von den sogenannten Moabiter Kissen. Wir kennen das alle. Möglicherweise als Autofahrer und Autofahrer, das ist sehr unangenehm, wenn man da über den Huckel fährt. Und das führt natürlich auch dazu, dass abgebremst wird. Ansonsten kann natürlich ein ganz schöner Schaden entstehen. Und das ist ja jetzt quasi das Argument dafür, das habe ich auch rausgehört aus der Debatte im Innenausschuss, dass das alles nicht gehe mit den Bremsschwellen. Und da wundert es mich, weil es gibt solche Systeme, technische Systeme, die das genau ausschließen. Es gibt ein System, das nennt sich ActiBump beispielsweise. Da können Sie relativ schadensfrei über diese Schwellen fahren, weil was passiert? Denn es sind schon andere auf die Idee gekommen, dass Rettungskräfte und Busse damit natürlich ein Problem hätten. Und was passiert? Man stellt eigentlich eine herkömmliche Radarfalle auf und sozusagen verbaut im Boden Stahlplatten, und wenn sozusagen das Signal kommt, dass zu schnell gefahren wird, dann senkt sich diese Stahlplatte um einige Zentimeter ab, sodass dann der Raser einen stärkeren Schlag spürt. Es besteht keine Verletzungsgefahr, aber das ist ein durchaus intelligentes Mittel, um dafür zu sorgen, dass die Menschen vom Gaspedal runtergehen. Und der Clou daran ist, dass diese Systeme sogar erkennen können, um welches Fahrzeug es sich handelt, um ein Rettungsfahrzeug beispielsweise oder einen Bus, denn diese werden dann eben davon nicht erfasst, die dürfen einfach weiterfahren. Aber wenn dort ein Privathalter vorbeikommt mit seinem Fahrzeug und die Geschwindigkeit bei weitem überschreitet, dann schlägt das System an und dann merkt es auch der Fahrer oder die Fahrerin. Also bitte, wir sind eigentlich nicht Ihre Politikberatungsabteilung hier an der Stelle, aber bitte prüfen Sie doch mal, ob es nicht solche Systeme gibt, die insofern Ihren Anforderungen da gerecht werden, meine Damen und Herren. So. Und lassen Sie mich noch etwas zuletzt noch mal sagen, also beim Thema auch beim Thema Blitzer und Haushalt, das ist alles richtig. Ich will noch mal hinzufügen, was auch Frau Kappek gesagt hat, denn ich könnte jetzt sagen, versprochen, gebrochen. Ja, es wurden mal auch von der Innensenatorin stadtweit 83 stationäre Blitzer bis 26 versprochen. Da wird nichts passieren in der Hinsicht. Also das wäre ja mehr als eine Verdoppelung, aber wo kämen wir hin? Die Kritik der Polizeigewerkschaften an dem Zustand der Bußgeldstelle,
scheint Sie auch nicht sonderlich zu interessieren als Koalition, eigentlich das Thema, dem Sie sich widmen sollten. Wir hören eigentlich nur Kritik daraus, auch an den schleppenden Personalverfahren. Sie wären gut beraten, wenn Sie einen Schwerpunkt darauf setzen würden, die Bußgeldstelle fit zu machen. Aber wir sehen da jetzt eigentlich keine weiteren Aktivitäten. Es wäre gut, wenn Sie es trotzdem machen würden. Lassen Sie mich vielleicht noch mal einen Satz zu Tempo 30 sagen, Luftreinhalteplan. Auch da kann ich nur an die Koalition appellieren. Warten Sie jetzt bitte auch noch mal ab, was sich bei der StVO ändert. Fangen Sie jetzt nicht an, plötzlich diese angekündigten Erhöhungen an einigen Straßenabschnitten auf Tempo 50 umzusetzen, sondern wenn Sie es ja hier ernst meinen und sich so doll einsetzen für Tempo 30 im Rahmen der Länder, also dass die Kommunen da mehr Möglichkeiten bekommen, dann können Sie jetzt auch noch abwarten, bis die StVO geändert wird. Hoffentlich kommt dann am Ende raus, dass Sie Tempo 30 einfacher umsetzen können. Und dann können Sie diese Tempo-30-Beschränkungen auf diesen Straßen auch lassen, meine Damen und Herren. Und insofern, denke ich, hat die Koalition noch einiges vor der Brust, wenn es um das Thema Verkehrssicherheit ist. Und ja, wie gesagt, unser Service ist erstmal kostenlos für Ihre Politikberatung. Und ich freue mich auf die weiteren Debatten hier. Dankeschön.